Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe. Aktenzeichen XY ungelöst. Live aus München mit Rudi Zerne. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aktenzeichen XY. Einer Folge, die es auch diesmal wieder in sich hat. Raubüberfälle, rätselhafte Morde, Trickdiebstähle, ein volles Programm. Bevor wir jetzt jedoch gleich in die neuen Fälle einsteigen, zunächst kurz ein Wort zum rätselhaften Verschwinden des HSV-Managers Timo Kraus. Sicherlich haben Sie längst davon gehört, haben es mitbekommen. In der Nacht zum 8. Januar verschwand der 44-Jährige nach einer Feier im Hamburger Hafen spurlos. Und noch immer gibt es keine Spur von ihm. Deswegen haben wir das jetzt auch hier in Aktenzeichen aufgenommen. Die Polizei geht inzwischen ja von einem Unfall aus. Der Taxifahrer, der Timo Kraus als letzter gesehen haben soll, hat sich trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit bis heute nicht bei der Polizei gemeldet. Warum auch immer. Vielleicht, und das ist die große Hoffnung, das ist meine Hoffnung, können wir hier einen neuen Impuls geben. Also, wenn Sie etwas wissen oder irgendetwas über das Schicksal von Timo Kraus sagen können, dann rufen Sie bitte bei der Polizei oder bei uns im Aufnahmestudio an. Zögern Sie nicht. Vielleicht gelingt es uns ja sogar, heute Abend den besagten Taxifahrer persönlich zu erreichen. Das wäre ideal. Wir wünschen den Angehörigen, dass sie hoffentlich bald Gewissheit erhalten. Ich bin gespannt auf die Reaktionen heute Abend und wir werden Sie natürlich informieren. Jetzt zu einem ersten Überblick über unsere Fälle heute. Dessau, Feuerwehreinsatz mitten in der Nacht. Der Autobesitzer ist tot, ermordet. Wurde dem Familienvater ein dunkles Geheimnis zum Verhängnis? Autopanne auf der Landstraße. Ist das mit Ihrem Wagen? Die Hilfsbereitschaft wird zur Falle. Köln. Eine 77-jährige Geschäftsfrau gerät ins Visier skrupelloser Täter. Oh mein Gott, Frau Seibert! Mit schwerwiegenden Folgen. Das hier, liebe Zuschauer, ist René Anton, 29 Jahre alt. Ein Familienvater, der mit seiner Partnerin und zwei kleinen Kindern in einer bescheidenen Wohnung lebt. Scheinbar aus dem Nichts wird er ermordet, regelrecht hingerichtet. Wie passt das alles zusammen? Eine Frage, auf die die Ermittler lange eine Antwort suchten. Ich glaube, das Wichtigste haben wir. Jetzt müssen wir nur noch den Bagger für Fabi und die CD für Mia bestellen. Habe ich heute Vormittag schon gemacht. Ja, super. Und was war denn eigentlich mit diesen Kuscheltieren? Ach so, warte, die gibt's da vorne. Komm mal mit, ich zeig's dir. Schau die hier. Und die finden Sie toll. Wollen Sie unbedingt haben? Nochmal Kuscheltiere, die ganze Wohnung ist schon voll davon. Hey, warte mal. Schau mal, die da sind auch noch viel besser. Komm, wir nehmen die. Für jeden einen, oder? Also gut, aber dann gehen wir zum Auto, sonst kaufst du noch die ganze Stadt leer. René Anton ist 29 Jahre alt, gelernter Maler. Seit 5 Jahren ist er mit Anja Heller zusammen. Die beiden haben 2 Kinder und leben in einem Dorf in der Nähe von Dessau-Roßlau. Die Familie führt ein bescheidenes, aber glückliches Leben. Hallo. Hallo. Hey. Schlaf. Okay. Hier schaut's ja aus. Habt ihr alles erledigt? Ja. Ich muss drin nie richtig ausbremsen. Wenn wir sie mal schön schlafen lassen, ja? Die haben sich so ausgedobt. Die war richtig. Die haben mich richtig auf die Palme gebracht. Entschuldigung, dass wir so spät sind. Macht nichts, macht nichts. Ja. Jemand? Da schnarcht doch jemand. Nein. René Anton ist ein liebevoller Familienvater. Doch er macht Geschäfte, von denen viele in seinem Bekanntenkreis nichts ahnen. In regelmäßigen Abständen fährt er nach Enschede in den Niederlanden. Ja? Ja? Ja, okay.
Guten Tag. Wie geht's? Alles klar? Ja, und selbst? Du hast was mitgebracht? Ja, ich zähl mal nach, bin gleich wieder da. Treffen wir uns dahinter, beim roten Auto. Alles gut? Dann, wie sagen Sie das? Gute Heimfahrt? Okay. Und viel Glück. Danke. René Anton handelt mit Cannabis. Er kauft die Ware in den Niederlanden und schmuggelt sie dann nach Deutschland, wo er sie an Zwischenhändler verkauft. Dann beugte sich der Königssohn zu Dornröschen hinab und gab ihr einen Kuss. Und als seine Lippen die ihren berührten, da schlug sie plötzlich die Augen auf und blickte ihn freudestrahlend an. René Anton gibt sich große Mühe, seine illegalen Geschäfte von seinen Kindern fernzuhalten. Das Cannabis bringt er nie mit nach Hause. Er lagert es an einem anderen Ort, wo keine Gefahr besteht, dass sie es finden. Dri, oh, ich bin wieder aufgewacht. Noch eine. Du schläfst doch schon fast, oder? Morgen wieder. Okay. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und süße Träume. Schlaft schön. Schlaft schön. Stellst du noch eine Runde? Ich bin gleich wieder da. Hast du es dabei? Klar, alles wie bestellt. Macht genau 500. Es gibt ein kleines Problem. Ja. Ich bin gerade nicht so flüssig. Ich könnte dir 300 anzahlen. René Anton ist nicht der typische Dealer. Ja, okay. Danke, Mann. Er kommt seinen Kunden regelmäßig entgegen, leiht ihnen teilweise sogar Geld. Ein in der Branche sehr ungewöhnliches Verhalten. Nächste Woche dann, versprochen. Schon okay. Montag, 21. Dezember 2015. Anja Heller kommt am Abend von einem Besuch bei ihrer Mutter nach Hause zurück. Hallo. Hey. Sag mal, muss das sein? Was denn? Na, das schmutzige Geld auf dem Esstisch. Da essen die Kinder morgen drauf. Wer weiß, wer das schon alles in den Händen hatte. Ja, hast ja recht. Für den nächsten Tag plant René Anton wieder eine Fahrt in die Niederlande. Wie immer nimmt er eine große Menge Bargeld mit. Los? Ich werde so um 4 aufstehen. Wenn ich gut durchkomme, dann bin ich morgen am späten Nachmittag wieder da. Auf dich auf. Sein Handy lässt René Anton bei seinen Trips in die Niederlande immer zu Hause. So wird er in den nächsten Stunden auch für Anja Heller nicht erreichbar sein.
Gegen 4.30 Uhr bricht er mit dem Auto seiner Partnerin von zu Hause auf. Doch in den Niederlanden wird er nicht ankommen. Wer schmeißt denn diesen ganzen Müll hier einfach in die Landschaft? Mach den mal an. Das ist so eine Frechheit. Esko, komm. Genau. Die schicke ich an die Stadt. Die müssen den ganzen Müll hier wegräumen. Sonst kommen wir noch. Wenige Stunden später machen zwei Frauen am Freibad Stillinge in Dessau eine Entdeckung, die bei den Ermittlungen der Polizei eine wichtige Rolle spielen wird. Hallo, mein Bruder. Am Abend hat Anja Heller Besuch von einer Freundin. Und habt ihr schon einen Baum? Den wollte René noch besorgen. Aber wenn er nicht bald kommt, dann müssen wir das auf morgen verschieben. So, ihr beiden, es ist schon 20 nach 6. Wollen wir uns mal umziehen, Zähne putzen? Etwa zur selben Zeit fährt rund 4 Kilometer entfernt ein Auto durch die Muldeaue östlich von Dessau. Ein Zeuge aus einem weit entfernten Hochhaus hat den Brand entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Der Feuerwehr gelingt es schnell, das Feuer zu löschen, doch das Auto ist komplett ausgebrannt. WBRG 2011. Gehen die beiden immer so brav ins Bett? Schön wär's. Ach, bei uns ist das manchmal ein Kampf, kann ich dir sagen. Hat René seine Schlüssel vergessen? Eigentlich nicht. Ich guck mal. Wer ist da? Polizei. Können wir Anja Heller sprechen? Hallo? Ich komm runter. Sind Sie Frau Heller? Ja, was gibt's? Fahren Sie in Ford Focus mit dem Kennzeichen WBRG 2011? Ja, wieso? Wir haben Ihr Auto gerade im hinteren Tiergarten gefunden. Es ist ausgebrannt. Haben Sie eine Erklärung dafür? Was? Wann haben Sie es zuletzt gesehen? Das war gestern Abend. Und danach? Mein Freund ist damit unterwegs. Keine Sorge, im Auto war niemand drin. Aber vielleicht weiß Ihr Freund, was passiert ist. Können Sie ihn anrufen? Ja, klar. Das heißt, nein. Er hat sein Handy nicht dabei, hat es liegen lassen heute Morgen. Wo könnte er sein? Ich. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. René Anton ist verschwunden. Auch 2 Tage später, an Heiligabend, gibt es immer noch keine Spur von ihm. Hat René dem Christkind gesagt, dass ihr euch die wünscht? Wann kommt er wieder? Ich weiß es nicht. Bestimmt bald. Wir müssen fest daran glauben. Komm, trink was. Das habe ich für ihn gemalt. Das sind ja wir.
Du, Fabi, René und ich. Kommt mal her zu mir, ihr beiden. Komm. Was ist denn los, Esko? Da liegt einer. Was ist denn? Da liegt ein Toter unter dem Müll. Bei dem Toten handelt es sich um René Anton. Am Fundort der Leiche errichten Familie und Freunde eine Gedenkstätte. Sollen wir vielleicht mal zusammen einen Ausflug machen? Hm? Die Kinder, du und ich? Ja. Und wohin? Wie? Noch so schlimm. Ich war heute beim Arzt. Bist du krank? Ich bin schwanger. Aber von René. Ich erwarte ein Kind von René. Aber das ist doch... Erst wusste ich nicht, ob ich mich jetzt freuen soll oder weinen. Mensch, Anja. Aber jetzt freue ich mich drauf. Und weißt du schon, was es wird? Nee. Aber wenn es ein Junge wird, dann weiß ich schon einen Namen. René. Wer hat den Vater? Wer hat René Anton ermordet? Im Studio begrüße ich jetzt den Mann, der den oder die Täter finden will. Der zuständige Staatsanwalt ist hier, Gunnar von Wolfersdorf aus Dessau-Roßlau. Herr von Wolfersdorf, ein Verbrechen, das die Familie in dieser Situation jetzt zur Weihnachtszeit natürlich besonders hart getroffen hat. In welchem Kreis vermuten Sie den oder die Täter? Wir gehen davon aus, dass der Täter über die illegalen Geschäfte von René Anton Bescheid wusste. Genauso wie über den Umstand, dass er an diesem Tag eine größere Summe Bargeld bei sich trug. Das Geld ist seit der Tat verschwunden. Und wir können unterstellen, dass dieses Bargeld das bestimmende Motiv für den Täter gewesen ist. Wenn die Täter also so gut über das Opfer Bescheid wussten, liegt es dann nicht nahe, dass sie aus dem weiteren oder sagen wir ruhig dem näheren Umfeld des Opfers kommen könnten? Das ist eine sehr naheliegende Möglichkeit. Wir können aber auch nicht ausschließen, dass René Anton mit seinen Geschäften anderen Drogenhändlern in die Quere gekommen ist und deswegen sterben musste. Also das Umfeld des Opfers und seine Geschäfte spielen eine ganz entscheidende Rolle bei den Ermittlungsarbeiten. Welche konkreten Fragen hätten Sie dazu jetzt an die Zuschauer? Uns interessiert, mit wem hat René Anton Drogengeschäfte gemacht? Hatte er in den Tagen und Wochen vor Weihnachten 2015 Streitigkeiten? Hat er sich jemanden anvertraut? Hat er Angst gehabt? Ist er bedroht worden? Sind seine Lebensgewohnheiten ausgekundschaftet worden? Wenn ja, von wem? Das hier, liebe Zuschauer, ist jetzt das Auto, mit dem er unterwegs war. Ein dunkler Ford Focus mit dem Kennzeichen WB für Wittenberg. Trennung RG 2011. Welche Fragen knüpfen sich jetzt da an? Ja, uns interessiert in diesem Zusammenhang, wo ist René Anton oder sein Fahrzeug am 22. Dezember 2015 zwischen den Morgenstunden und dem frühen Abend gesehen worden. Das Zeitfenster ergibt sich aus dem Losfahren von der Wohnung und dem Auffinden des brennenden Autos. Besonders auffällig an dem schwarzen Ford Focus waren schwarze Felgen und Zierkappen. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf die wichtigsten Örtlichkeiten. In diesem Fall hier sind also jetzt die entscheidenden Punkte. Das brennende Auto wurde am 22. Dezember in der Muldeaue westlich von Dessau gefunden. 4 Tage später dann René Antons Leiche an einem Parkplatz in der Nähe des Freibads Stillinge. Auch zu diesem Ort, zu dieser Örtlichkeit haben Sie Fragen, welche? Ja, wir gehen davon aus, dass die Leiche dort bereits seit den frühen Morgenstunden des 22. Dezember 2015 gelegen hat und haben die Frage an die Zuschauer, wer hat zu der fraglichen Zeit an den Stillingen Fahrzeuge oder Personen gesehen. Hier ist für uns jede Beobachtung sehr wichtig. Die Leiche lag inmitten einer illegalen Mülldeponie. Hier jetzt ein Foto von der Auffindesituation damals. Man erkennt eine Matratze, Kunststoffabfall und eine
Küchenspüle. Und mit dieser Spüle hat es jetzt eine besondere Bewandtnis. Welche nämlich? Das Foto zeigt die Spüle 4 Tage vor dem Auffinden der Leiche. Danach war die Spüle verschwunden. Jemand muss sie also mitgenommen haben. Wir gehen davon aus, dass sie ein Altmetallsammler mitgenommen hat oder eine Person, die im privaten Bereich dafür Verwendung gefunden hat. Unser Appell richtet sich an den Finder dieser Metallspüle, sich unbedingt bei der Polizei zu melden. Er könnte ein wichtiger Zeuge sein. An dieser Stelle vielleicht gleich der Hinweis, dass der Finder sich keine Gedanken machen muss, dass er wegen der Mitnahme dieser Spüle eventuell mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müsste. Also so banal das klingt, das ist ein wichtiger Punkt und gut, dass wir es erwähnt haben. In der Nähe der Leiche wurde auch diese Wasserpfeife gefunden. Auch die ist von Bedeutung, eine elektrische Shisha. Möglich, dass der Täter sie verloren hat, vielleicht aber auch ein Spaziergänger. Die Marke dieser Wasserpfeife Xeo, Aufschrift Shisha to go. Die Frage natürlich hier, wer weiß, wie dieses Teil an den Fundort gekommen ist. Also wir hätten die wichtigsten Fakten. Das sind viele Fragen, auf die Sie jetzt natürlich Antwort von unseren Zuschauern erhoffen. Ich hoffe, dass Sie reinkommen. Hinweise geben Sie bitte an die Kripo Dessau-Roßlau, unser Studio hier in München oder an jede andere Polizeidienststelle. Es gibt auch eine Belohnung, die wir nicht unerwähnt lassen wollen. Es ist eine relativ hohe Belohnung in diesem Fall vom Innenministerium in Sachsen-Anhalt ausgesetzt worden, nämlich 10.000 Euro, die gezahlt werden für Hinweise zur Ergreifung des Täters. Dann hoffe ich, dass bei Ihnen gleich das Telefon klingelt mit sachdienlichen Hinweisen. Herzlichen Dank, Staatsanwalt Gunnar von Wolfersdorf von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau zu diesem Mord. Danke. Vielen Dank. Als gelöst, liebe Zuschauer, gilt ein Fall, der vielen Zuschauern im August vergangenen Jahres ganz schön unter die Haut gegangen ist. Vor allem Eltern wird jetzt ein Stein vom Herzen fallen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diesen Fall, den wir Anfang August hier behandelt haben. Schwerin, 15. Dezember 2015. Auf dem Schulweg wird ein 11-jähriger Junge von einem Fremden angesprochen. Guten Morgen. Polizeikontrolle. Hallo? Der angebliche Polizist bezichtigt den Jungen, etwas mit Drogen zu tun zu haben. Er schüchtert den Jungen so sehr ein, dass er mit ihm geht. Angeblich zu einer Drogenkontrolle im Schlosspark. Ich habe keine Drogen genommen, ehrlich. Das sagen Sie alle, wir gehen am besten mal hier lang, ja? Der Mann führt den Jungen an einen Spielplatz. Etwas abseits davon unterzieht er ihn einer angeblichen Leibesvisitation. Dann zieh dich aus. Ich muss schauen, ob du auch wirklich sauber bist. Der Junge wird massiv bedroht, geschlagen und mehrfach missbraucht. Nach anderthalb Stunden lässt der Fremde den Jungen endlich gehen. Ja, das ist wirklich ein widerliches Verbrechen, das damals geschehen ist. Der Junge hat sich kurz darauf seiner Mutter anvertraut, die sofort die Kriminalpolizei alarmierte. Natürlich war da der angebliche Polizist längst verschwunden. Aber die Schweriner Kripo gab nicht auf, sondern zog alle Register bei der schwierigen Ermittlungsarbeit. Der Junge hatte nämlich ausgesagt, dass der Täter mehrfach ein Handy benutzt und angeblich mit seinen Kollegen telefoniert hatte. Also werteten die Beamten die Mobilfunkdaten vom Tattag aus und stellten so fest, wer sich zur fraglichen Zeit im Bereich des Schweriner Schlossparks aufgehalten hat. Eine Sisyphusarbeit. Immerhin 25.000 Daten kamen da zusammen. Die männlichen Handybenutzer bat die Polizei dann um eine DNA-Probe. Und tatsächlich, unter den Proben befand sich eine, die mit den Spuren vom Tatort übereinstimmte. Abgeliefert von einem bisher unauffälligen 41 Jahre alten Mann aus Schwerin, selbst Vater eines Schulkindes. Bei der Gegenüberstellung erkannte der 11-jährige Junge ihn sofort wieder. Seit 2 Wochen sitzt der Mann jetzt in U-Haft. Wie die Kripo berichtet, verweigert er bisher jegliche Aussage und das trotz erdrückender Beweislast. Etwas gesprächiger, meine Damen und Herren, dagegen ist dieser junge Mann, Tobias Kuster. Er wurde von der Kantonspolizei Zürich gesucht, und zwar in unserer Sendung am 1. September 2016. Er verbüßte in Regensdorf eine 5-jährige Strafe. Nach einem Hafturlaub kam er nicht mehr zurück. Vermutlich auch, weil er während des Urlaubs Ende Juni auf offener Straße einen Mann erstochen haben soll. Vermutlich ging es um Drogengeschäfte.
Vor 3 Wochen wurde Kuster nun in Bern festgenommen. Er hatte versucht, sich eine Waffe zu beschaffen. Und zwar im sogenannten Darknet, einem schwer zu durchschauenden Netzwerk, das gerne für kriminelle Geschäfte genutzt wird. Allerdings wird es, soweit es geht, inzwischen auch von der Polizei überwacht. Als Kuster mit dem Verkäufer ein Treffen vereinbarte, kam ihm die Polizei auf die Schliche und nahm ihn fest. Wie gesagt, der junge Mann ist gesprächig. Das ihm zur Last gelegte Tötungsdelikt hat er im Wesentlichen gestanden. So, jetzt zu einem anderen wichtigen Thema: Vorbeugung. Hilfsbereitschaft ist ja grundsätzlich etwas Wunderbares. Und jeder von uns, der schon mal auf Hilfe anderer angewiesen war, weiß, wie wichtig sie ist. Aber man muss höllisch aufpassen. Hilfsbereitschaft kann auch ausgenutzt werden. Der Helfer kann also plötzlich selbst zum Opfer werden. Tobias Ellmann ist auf dem Weg zum Fitnessstudio. Hey, Tobi. Ach, grüß dich. Ist das zum Training? Ja, wieso? Willst du dich wieder drücken oder was? Nee, ich muss nur meine Sachen holen. Ja, ich kann auf dich warten. Soll ich die mitnehmen? Nee, ich muss noch zu meinen Eltern danach, ja. Alles klar, bis gleich. Tobias Ellmann ist ein Mensch, der gern hilft. Was ist los? Ist was mit Ihrem Wagen? Ja, irgendwas mit dem Motor, keine Ahnung. Schauen Sie einfach mal. Ich verstehe da eigentlich nicht so viel von. Mal nur mal gucken, vielleicht sehen Sie ja was. Aber versprechen Sie sich bitte nicht allzu viel davon, ja? Ja, nee. Ich glaube, Sie sollten jetzt lieber den Pannendienst rufen. Da, sehen Sie. Was? Wo? Da, der ist doch locker. Nein. Oh. Und da. Nee, der sitzt fest. Ja, sorry, da kann ich nicht wirklich weiterhelfen. Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Okay. Komisch, jetzt geht er wieder. Hey, danke, Mann. Für nix eigentlich. Gute Fahrt. Du bist aber nicht weit gekommen. Verdammt! Was ist denn? Mein Portemonnaie ist weg. Hast du es irgendwo liegen lassen? Nee, ich hab's ganz sicher eingesteckt. Ich habe noch extra die Chipkarte reingetan, weil ohne die Karte komme ich überhaupt nicht hier rein. Ja, vielleicht hast du es im Auto. Ich glaube, die Suche kann ich mir sparen. Scheiße, die haben mich reingelegt. Ja. Schweinerei. Am Ende dieses böse Erwachen. Ganz ehrlich, liebe Zuschauer, wenn Hilfsbereitschaft so schamlos missbraucht wird, dann weiß ich auch gar nicht, was ich Ihnen jetzt raten soll. Mitmenschlichkeit ist ja im Prinzip etwas ganz Tolles. Aber wer so hintergangen wird, der wird das nächste Mal sicher nicht so ganz schnell bereit sein, ohne weiteres zu helfen. Und das ist sehr, sehr schade. Wenn Sie selbst mal in eine solche Situation geraten, die zunächst harmlos erscheint, dann sollten Sie einfach ein paar Grundregeln beachten, nämlich diese hier. Ziehen Sie den Autoschlüssel grundsätzlich ab, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Verriegeln Sie die Türen, auch wenn Sie nur kurz aussteigen. Und wenn absehbar ist, dass Sie ohnehin nicht helfen können, lassen Sie sich gar nicht erst von Ihrem Auto weglocken. Bieten Sie an, telefonisch Hilfe zu holen, per Handy zum Beispiel bei einem Automobilclub. Übrigens, Fälle dieser Art kommen häufig vor in den verschiedensten Variationen und nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern vor allem auch in manchen Urlaubsgebieten wie Südfrankreich oder Spanien. Also, wo immer Sie sind, eine gesunde Skepsis ist nie verkehrt, auch wenn Sie anderen gerne helfen wollen. Und noch was, wenn die Täter nämlich erkennen, dass sie an jemanden geraten sind, der auf der Hut ist, der aufpasst, dann hat sich die Sache meist ganz schnell erledigt. Das haben die Erfahrungen gezeigt.
Schnell erledigt ist vielleicht heute Abend auch schon diese nächste Fahndung, denn der Mann, um den es jetzt geht, ist schon seit 23 Jahren sozusagen als professioneller Bankräuber unterwegs und tätig. Das ist dieser Mann, den die Polizei sucht, nämlich Rahim Direkçi. Mit seinen 48 Jahren kann er schon eine wirklich beachtliche Bilanz ziehen. 41 Banküberfälle werden ihm zur Last gelegt, zuletzt in Düren-Landesdorf. Das war am 25. September 2015. Die Beute insgesamt etwa 4 Millionen Euro. Einmal wurde er auf frischer Tat ertappt. Das war bei Bankraub Nummer 17 im Februar 2007. Damals wurde er zu 7 Jahren Haft verurteilt, aber nach wenigen Wochen war er allerdings schon wieder frei. Im Gefängnis passierte das. Er gab vor, einen anderen Häftling besuchen zu wollen. Und auf dem Weg zwischen den beiden Zellen verschwand der Mann dann spurlos. Das war im Oktober 2007. Ein Vorgang, der bis heute rätselhaft ist. Jedenfalls hat er danach seine Raubserie fortgesetzt. Rahim Direkçi ist türkischer Staatsbürger und heute 48 Jahre alt. Er ist 1,72 groß und schlank und hat diverse Narben am rechten Unterarm, auf dem rechten Handrücken und am rechten Zeigefinger. Übrigens, die Fotos sind knapp 10 Jahre alt. Es ist also deswegen durchaus möglich, dass Direkçi heute etwas verändert aussieht, vielleicht nicht mehr so schlank zum Beispiel. Die Kripo vermutet, dass sich Direkçi hauptsächlich in Istanbul aufhält. Wie in der Vergangenheit üblich, dürfte er vor den Überfällen immer längere Zeit in Deutschland sein. Er bereitet seine Taten nämlich sehr akribisch und damit auch sehr zeitaufwendig vor. Seit geraumer Zeit soll er die Überfälle jetzt zusammen mit einem Komplizen begehen. Und von dem gibt es allerdings nur dieses Phantombild. Demnach ist der Mann 50 bis 60 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 groß, von kräftiger Statur und Brillenträger. Jetzt sind Sie gefragt, wenn Sie den Mann auf dem Phantombild kennen oder wissen, wo er und Rahim Direkçi sich gerade aufhalten, dann melden Sie sich bitte beim LKA in Düsseldorf unter dieser Nummer jetzt hier. Das ist die 0211 939 6300. Hier bei uns im Studio oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. In all den Jahren hat sich übrigens eine ziemlich hohe Belohnung angesammelt. Insgesamt 61.500 Euro. Raubüberfall in den eigenen vier Wänden. Ein furchtbares Erlebnis, das bei Opfern ein schweres Trauma auslösen kann. Wie heftig das ausfällt und inwieweit sich die Betroffenen hinterher wieder in ihrem Leben zurechtfinden, hängt wohl von mehreren Faktoren ab. Die Frau, um die es jetzt in unserem nächsten Fall geht, wurde im vergangenen Jahr Opfer einer solchen brutalen Tat. Einer Tat mit tödlichen Folgen. Hallo, Frau Seibert. Hallo. Na, wie geht's? Danke, sehr gut. Aber Elli Seibert ist 77 und noch berufstätig. Sie betreibt eine kleine Pension, in der sie vor allem Arbeiter von Montagefirmen unterbringt. Ja, doch. Danke. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Die Pension liegt auf einem Gelände, das Elli Seiberts Neffen gehört. Er betreibt hier ebenfalls ein kleines Unternehmen. Tante Elli. Na, bist du weg? Ja, ich habe noch einen Termin. Und du? Ja, ich muss noch 2 Zimmer fertig machen. Nachmittags holt jemand die Schlüssel für die Baufirma. Ja, und ich hoffe, ich bin rechtzeitig fertig. Hast du schon mal überlegt, ein bisschen langsamer zu machen? Ja, wer rastet, der rostet. Gut, wir sehen uns später. Tschüss. Der Chef der Montagefirma versucht inzwischen wiederholt, Elli Seibert über ihr Handy zu erreichen. Er will die Schlüsselübergabe für die 2 angemieteten Zimmer vereinbaren. Die 77-Jährige lebt direkt nebenan. Der Bereich rund um ihr Wohnhaus ist stark bewachsen. Murphy?
Murphy! Murphy! Da bist du! Das ist ja schön. Das ist ja was. Machen wir die Tür zu, ne? Du, ich erreiche die Frau Seibert nicht, da ist immer das Handy aus. Ich fahre jetzt hin wegen der Schlüssel. Kurz nach 13 Uhr, ein weiterer Versuch, Elli Seibert zu erreichen. Doch ihr Handy ist immer noch abgeschaltet. Möglicherweise hat sie einfach vergessen, es anzumachen. So, jetzt mache ich uns erstmal ein Feuer an. Solange die Heizung kaputt ist, müssen wir ein bisschen improvisieren. Mal. Das jetzt. Ganz gut. Ja, bitte. Die Täter fesseln und knebeln die alte Dame. Nur durch ein kleines Loch bekommt sie noch etwas Luft zum Atmen. Seibert! Ich rufe Hilfe, ja? Elli Seibert wird mit schweren Verletzungen, darunter mehrere Knochenbrüche, ins Krankenhaus eingeliefert. Notrufzentrale. Nur durch eine sofortige Operation kann sie stabilisiert werden. Doch ihr Zustand ist auch nach dem Eingriff sehr kritisch. Sie schläft noch. Es ging nicht früher. Ist doch klar, das ist auch weit. Komm, setz dich. Sieht ja schrecklich aus. Seit der Tat am 1. Mai sind 2 Monate vergangen. Am 29. Juni wird Elli Seibert auf eigenen Wunsch aus dem Krankenhaus entlassen. Aber nicht gleich mit der Polizei drohen müssen. Sie hätte mich doch sonst niemals gehen lassen. Ja, das wird schon seinen Grund haben. Ach, Papa, lass uns lieber reingehen. Jedenfalls freue ich mich, dass du wieder zu Hause bist. Ja.
alles noch so, wie du es verlassen hast. Und da freut sich wer? Ist gut, Murphy. Bin ja wieder da. Ja, das sieht sich gut. Ne? Komm. Möchtest du einen Kaffee? Ach, ja. Für die Zeit nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wird für Elli Seibert eine Hilfe engagiert, die sich um den Haushalt kümmert und ihr das Essen zubereitet. Die 77-Jährige versucht um jeden Preis, in ihr altes Leben zurückzufinden. Nach nur einer Woche zu Hause kommt Elli Seibert wieder zurück ins Krankenhaus. Es sieht nicht gut aus. Was soll das heißen? Es sieht nicht gut aus. Sie hat noch eine Lungenentzündung dazu bekommen. Der Zustand ihrer Mutter ist nach wie vor kritisch. Aber ich verstehe das nicht. Ich dachte, es geht ihr viel besser. Es tut mir leid. Elli Seibert wird es nicht schaffen. Am 27. August 2016 ist die Dame dann an multiplem Organversagen gestorben. Das bittere Ende dieses Überfalls. Ich begrüße jetzt hier Kriminalhauptkommissar Dirk Bachim von der Kripo in Köln. Herr Bachim, im Verhältnis zur Dimension des Ganzen war die Beute ja relativ gering, nicht? Das ist richtig, ja. Die Täter erbeuteten einen Bargeldbetrag in Höhe von 600 Euro, der offen auf dem Tisch lag. Vermutlich wurden sie durch den Kunden der Geschädigten gestört, sodass sie keine weitere Durchsuchung der Wohnung vornahmen, um nach weiteren Gegenständen zu suchen, die wertvoll waren. Wie glauben Sie überhaupt, sind die Täter auf ihr Opfer aufmerksam geworden? Wie und wo hat das angefangen? Ein Zeuge meint, bei einem der Täter einen ehemaligen Übernachtungsgast wiedererkannt zu haben. Das konnten wir allerdings durch unsere Ermittlungen nicht verifizieren. Vermutlich hatten die Täter aber Kontakt zu einem Gast, der mal dort gewohnt hat und konnten so von den Zahlungsgebaren erfahren und möglicherweise einen höheren Bargeldbetrag im Haus vermutet haben. Die Täter, es waren drei, wurden ja bei ihrer Flucht auf dem Gelände von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Bilder haben wir hier und schauen uns das jetzt genau an. Sie haben entsprechend die Informationen dazu. Worauf sollen wir achten? Die Kamera befindet sich hinter dem Haus der Geschädigten auf dem Firmengelände des Neffen. Die drei Täter sehen wir hier, wie sie kurz nach der Tat über die Mauer zu diesem Gelände klettern und anschließend ihre Flucht zu Fuß über den Lindermauspfad in Richtung Troisdorf-Spich fortsetzen. Wir schauen uns das noch mal genauer an. Das ging jetzt relativ flott, um uns auf ein paar Details zu konzentrieren. Sie sagen es, worauf es ankommt. Richtig. Die Täter sollen zwischen 28 und 35 Jahre alt sein, circa 175 bis 180 Zentimeter groß und kurze Haare haben sie. Der erste Täter trägt eine schwarze Jacke und eine Jeanshose. Er hat etwas dunklere Haare. Sein Komplize ist korpulent, etwas helleres Haar und trägt eine hellgraue Jogginganzug mit einem schwarzen Balken auf dem Rücken. Bei ihm ist auffällig, dass er an der rechten Hand einen schwarzen Handschuh trägt. Der dritte Täter trägt eine schwarze Jacke, vermutlich eine Lederjacke, eine Jeans und braune Schuhe mit hellen Sohlen.
Zum Schluss noch mal der Blick auf die örtlichen Gegebenheiten. Der Tattag war ja der 1. Mai 2016 und das Ganze passierte in Köln-Lind. Richtig. Der Tatort befindet sich in der Nähe des Flughafens Köln-Bonn und liegt im Wendehammer einer Sackgasse. Das hintere Grundstück grenzt an den Linder Mauspfad und dorthin sind, wie gesehen, die Täter dann auch geflohen. Zentrale Frage also für Sie, liebe Zuschauer, wer hat was gesehen, kennt die Männer oder weiß, wo sie sich zurzeit aufhalten? Hinweise dazu bitte an die Kripo in Köln unter dieser Nummer, die 0221-2290. Es gibt hier auch eine Belohnung, die ist hoch und deswegen wollen wir sie auch erwähnen. Richtig, die Angehörigen haben insgesamt 10.000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Ich hoffe, das alles führt in der Kombination zum Erfolg. Dirk Bachim war das, Kriminalhauptkommissar von der Kripo in Köln. Danke für den Besuch. So, nur einmal kurz Luft holen. Es geht weiter bei uns mit folgenden Kapitaldelikten, bei denen die Polizei auch wieder auf ihre Hilfe setzt. Hildesheim. Ein schöner Abend nimmt ein dramatisches Ende. Ruhe, sonst töte ich dich. Weg, weg, ich bitte. München. Überfall auf einen Juwelier. Geld, Geld. Ganz ruhig. Sind die Täter schon zuvor aufgefallen? Köln. Ein 98-Jähriger liegt tot in der Wohnung. Aber was ist passiert? Was zunächst wie ein natürlicher Tod aussieht, entpuppt sich als Mord. Stellen Sie sich bitte einmal vor, liebe Zuschauer, Sie kriegen von dem Fundbüro einen Brief. Darin steht sinngemäß, es wurde etwas bei uns abgegeben, das Ihnen gehört. Sie können es sich jetzt bei uns abholen. Das ist grundsätzlich mal eine gute Nachricht, aber für manch einen eben doch nicht. Vielen Dank. Gerne. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben mich geschrieben. Frau Just? Ja, mein Name. Im Juni 2016 wird Barbara Just überraschend in das Fundbüro der Stadt Hildesheim gebeten. So. Wir haben die Geldbörse leider so bekommen. Die war ganz nass. Wir mussten erst mal alles trocknen. Und über die Papiere sind wir dann auf Sie gekommen. Bitte schön. Ist alles in Ordnung? Es geht schon, danke. Wann haben Sie sie denn verloren? Ist schon länger her, oder? Ist wirklich alles in Ordnung? Ein Jahr zuvor, am 3. Juli 2015, im Stadttheater von Hildesheim. Barbara Just hat mit Freunden eine Premiere besucht. Drauf, die Kleine. So eine schöne Idee. Ja, gerne. Ja, wie hat es euch gefallen? Sehr super. Gut. Ja? Und dir? Dafür, dass es eigentlich ein Stück für Jugendliche ist. Sensationell. Was ein Geschmack, ne? Bio. Ja, aber ich habe hab mir noch ein Programm. Oh, seid ihr süß. Vom Feinsten. Ja, ist echt schön. Ja, danke. Ja, gehen wir noch was trinken? Gerne. Jetzt möchte ich aber mal zahlen, bitte. Moment. Danke. Danke dir. Vielen Dank. Viel Spaß. Danke. Ja. Also, auf einen schönen Restabend. Cheers. Und auf das Stück, die Mitte der Welt. Also ich fand es echt fantastisch. Ja. Ich auch. Also normalerweise sind diese Coming-of-Age-Geschichten so lahm und immer das Gleiche. Aber das war vom Feinsten. Ja, ich finde, Sie haben auch die Stimmung aus dem Buch sehr gut getroffen. Du hast das Buch gelesen. Ja, extra für heute Abend. Sehr stark vorbereitet. Hat es nicht auch irgendwie einen Preis bekommen oder so? Mehrere, glaube ich. Und es war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Frau Doktor, danke schön. Ja, Frau Doktor. Barbara Just und ihre Freunde verbringen einen langen Abend im Theater. Es ist weit nach Mitternacht, als sie sich auf den Heimweg machen. Ja, fahren wir doch auch zum Panoramabild. Das ist eine gute Idee. Ja. Super. Ja? Okay, okay. Den kleinen roten Jungen, den fand ich am besten mit Abstand. Ach nee, das Mädel mit den roten Locken war super. Wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, am westlichen Rand von Hildesheim, liegt der Panoramaweg. Ein beliebter Spazierweg und zu nächtlicher Stunde ein Treffpunkt vor allem für junge Leute. Ich mach uns mal Musik. Ja, oh, ja, gerne. Musik. Ja. Setz mal hier ein. Ewig her. Schon eine Weile her. Ist die Musik schön?
Greif schon. Ich hoffe. Auch an einer anderen Stelle des Panoramawegs hält sich in dieser Nacht ein Pärchen auf. Die beiden werden später zu wichtigen Zeugen für die Polizei. Na, du hast vor allem bloß nicht immer ein schönes Auto. Es gibt Wichtigeres als Autos, wa? Mhm. Weg, weg! Bleib ruhig, okay? Ich hab Geld. Verschwinde! Kein Schritt weiter! Weg! Nehmen Sie doch sein Geld. Ich hab auch Geld in meiner Handtasche vorne im Auto. Auch ein Handy. Hol die Tasche! Rufen, doch die Täter haben alle Handys mitgenommen. Sehr zerweilig. Ich nicht. Hallo? Entschuldigung? Hallo? Was ist denn los? Entschuldigung, bitte, wir sind überfallen worden. Können wir die Polizei rufen, bitte? Ja, natürlich, mach ihn auf. Moment. Jetzt was bitte machen, ich schau nochmal nach. Ja. Solche Sorgen. Wo bist du denn gewesen? Ich war bei der Jugendherberge da hinten. Ich wollte Hilfe holen, aber niemand hat aufgemacht. Dann bin ich zurückgekommen. Ich dachte schon, wo ist Mia? Ihr geht's gut, sie holt die Polizei. Okay. Und Hauptsache, wir sind alle gesund, okay? Ja? Oh Gott, Schatz. Hallo. Wissen Sie denn noch, wo Sie verloren haben? Sie war in meiner Tasche, dies. Jemand hat sie bei uns in den Briefkasten geworfen. Wie es aussieht, war alles drin. Bloß kein Geld. Ich hoffe, es war nicht viel. Ich mache jetzt mal kurz das Übergabeformular fertig. Dann können Sie sie gleich mitnehmen. Wir machen live weiter im Studio. Völlig irre, dieses Verbrechen. Begrüße Kriminaloberkommissar Stefan Gluber von der Kripo in Hildesheim. Fassen wir jetzt mal kurz zusammen. Also vier junge Leute werden nachts überfallen und ausgeraubt. Wovon gehen Sie jetzt aus? Dass diese Menschen gezielt als Opfer ausgesucht worden oder waren sie Zufallsopfer? Ja, wir gehen von der Zufallstheorie aus, ganz klar. Die Täter, so wie wir wissen, waren vor den Opfern am Tatort und haben auf eine günstige Gelegenheit gewartet. Wir glauben auch, dass die Täter Ortskenntnis haben und auch einen Bezug in Richtung Hildesheim aufweisen. Was ich unbedingt ansprechen möchte, ist das auffällige Tatverhalten. Die Täter sind äußerst strukturiert, routiniert und auch mit einer gewissen Arbeitsteilung vorgegangen. Mhm. Man kann also davon ausgehen, dass es hier sich nicht um Ersttäter handelt. Also klassische Wiederholungstäter. So sehe ich das. Und die Opfer hatten unter Umständen auch Lebensängste. Das alles passierte, liebe Zuschauer, im Juli 2015. Einer der Täter sticht etwas heraus, nämlich der Wortführer. Er ist auch derjenige, der einer der Frauen ein Messer an den Hals gehalten hat. Von dem gibt es ein Phantombild. Was wissen Sie über den Mann? Das ist bekannt. Ja, und zwar die gezeigte Person wird wie folgt beschrieben. Circa 25 bis 30 Jahre alt. Circa 1,75 bis 1,80 groß, athletische Figur, südländischer Typ. Er trug einen Drei-Tage-Bart.
Der Mann sprach mit nicht näher identifizierbarem Akzent. Ob dieser echt war oder vorgetäuscht war, ist nicht eindeutig zu sagen. Anzumerken ist noch, dass der Täter nicht maskiert war, aber eine auffällige Mütze trug, eine schwarze Wollmütze mit abgesetztem Grobstrickrand. Mhm. Nochmal zurück zum Film. Wir erinnern uns an das junge Pärchen auf der Bank an einer anderen Stelle dieses Panoramawegs. Da fährt also jetzt zweimal ein Auto vorbei. War das das Auto der Täter? Da gehen wir von aus. Das Tatfahrzeug ist beschrieben worden als ein dunkler PKW, vermutlich VW Golf, mit Hildesheimer Kennzeichen, also HI, und möglicherweise der Buchstabenfolge Nordpol Anton. Das muss aber nicht das Originalkennzeichen sein, durchaus möglich, dass es gefälschte oder gestohlene Kennzeichen waren. Ich möchte jetzt einen Appell an die Zuschauer stellen. Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Fluchtfahrzeug geben? Ist ein solcher PKW bereits anderweitig irgendwo im Zusammenhang mit Straftaten auffällig geworden? Und wer kann einen Bezug von den beschriebenen Tätern zu dem Tatfahrzeug herstellen? Klare Sache, die Ermittler hoffen auf Zeugen, die in der Tatnacht etwas beobachtet haben. Wir geben Ihnen noch mal eine Orientierung. Hildesheim liegt südlich von Hannover. Im Westen der Stadt, am Rande eines Waldgebiets, befindet sich dieser Panoramaweg. Er liegt leicht erhöht, sodass man von dort einen Blick über die Stadt hat. Der Tatort liegt im nördlichen Bereich des Panoramawegs. Nochmal die genaue Tatzeit. Die Nacht zum Samstag, dem 4. Juli 2015 gegen 2.20 Uhr. Die Täter fuhren mit ihrem Auto den Panoramaweg in Richtung Süden auf die Robert-Bosch-Straße. Hier verliert sich ihre Spur. Die Frage ist, ob sie jemand auf diesem Weg gesehen hat. So, nun kommt noch was ganz Wichtiges an dieser Stelle. Wichtiger Anhaltspunkt. Die Täter haben unter anderem zwei Handys geraubt. Eines davon tauchte kurz nach der Tat wieder auf. Erzählen Sie mal, was ist da passiert, Herr Lohmann? Nach der Tat gegen Mittag wurde ein Handy in der Innenstadt von Hildesheim angeboten. Der Interessent hat aber abgelehnt und das Handy ist wieder in den Besitz des Täters gewandert. Möglicherweise hat er es selbst noch im Besitz oder hat es weiterverkauft. Uns interessieren natürlich auch die Personen, die dieses Handy möglicherweise gekauft haben. Es gibt eine Beschreibung von dem Anbieter. Phantombild haben wir nicht, aber von dem Anbieter. Das Richtig. Könnte jetzt also der zweite Täter sein, der Komplize. Richtig. Er wird mit 20 bis 30 Jahre alt beschrieben, ca. 1,80 groß, korpulent mit sichtbarem Bauchansatz, kurze, volle, schwarze Haare. Die Person sprach Arabisch, möglicherweise algerischer, marokkanischer Herkunft. Person soll auch im Tatzeitraum im Bereich Hildesheim oftmals gesehen worden sein. Also durchaus ein Mann, der dort in der Stadt bekannt ist und schon mal gesehen worden ist. Die Handys fehlen, wie gesagt, immer noch. Ein iPhone 6 Plus Space Gray in einer Hülle aus Rosenholz. Und das, finde ich, hat einen sehr hohen Erkennungswert. Dazu fehlt noch ein schwarzes iPhone 4. Ein Jahr nach der Tat wird jetzt, und damit gehen wir weiter, diese geraubte Geldbörse, über die wir schon gesprochen haben, im Fundbüro abgegeben. Das ist jetzt wichtig für Sie. In welcher Form? Der Finder ist uns nach wie vor nicht bekannt. Die Geldbörse hat der Täter gefunden, hat der Finder abgegeben und wir möchten gern wissen, an welchem Ort er diese Geldbörse gefunden hat. Es würde uns einen Hinweis geben auf die mögliche Fluchtrichtung der Täter. Also Auffindeort ist schon mal ganz wichtig. Richtig. Jetzt geben wir die Beschreibung dieser Geldbörse mal vor. Es handelt sich um eine Geldbörse der Marke George, Gina and Lacey mit Druckknopfflasche. Das Portemonnaie war beim Auffinden durchnässt und stark verschmutzt. Vermutlich wurde sie nach der Tat weggeworfen und lag ein Jahr irgendwo im Freien. Am 15. Juni 2016 wurde sie beim Fundbüro der Stadt Hildesheim in den Briefkasten geworfen. Leider ohne Hinweise auf den Namen des Finders. Wir bitten diesen jetzt, sich bei uns zu melden. Also das sind die ganz entscheidenden Punkte jetzt. Dreht sich viel ums Handy und diese verrottete Geldbörse, sage ich mal. Aber kann ja ein entscheidender Punkt sein. Wenn Sie, liebe Zuschauer, der Polizei helfen können, dann rufen Sie bitte an. Bei der Kripo in Hildesheim, bei uns hier im Studio oder wie immer natürlich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle. Auch in diesem Fall gibt es eine Belohnung. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat 3.000 € Belohnung ausgesetzt, die zur Ergreifung des Täters führen. Herr Gluber, das war's. Kriminaloberkommissar Stefan Gluber war bei uns von der Kripo in Hildesheim. Auch er hofft auf weiterführende Hinweise. Danke für den Besuch. Ja.
Kommen wir jetzt, liebe Zuschauer, zu einem topaktuellen Fall. Nicht mal eine Woche alt, vor 6 Tagen am Nachmittag des 2. Februar 2017, fand ein Passant in Berlin-Neukölln die Leiche dieses jungen Mannes. Mohammed Abu Hassan, 31 Jahre alt. Er wurde mit mehreren Messerstichen brutal ermordet. Mohammed Abu Hassan lebte 15 Jahre in Belgien, bevor er 2016 hier nach Deutschland kam. Bis September letzten Jahres wohnte er in einem Flüchtlingsheim in Frankfurt-Oder. Danach verliert sich erstmal seine Spur. Im Januar 2017 tauchte der 31-Jährige dann wieder in Berlin auf. Immer wieder wollen ihn Zeugen im Bereich des U-Bahnhofs Grenzallee gesehen haben. Dort hielt er sich in der Drogenszene auf, war selber Konsument. Am 1. Februar 2017 um die Mittagszeit wird er an dieser Stelle zum letzten Mal gesehen. Einen Tag später, am Nachmittag des 2. Februar 2017 gegen 14.50 Uhr ist er tot. Seine Leiche wird an einem Wirtschaftsweg zwischen der Ballinstraße und der Buschkrugallee in Berlin-Neukölln gefunden. Der Fundort ist auch der Tatort. Die 4. Mordkommission möchte nun wissen, wer hat zwischen dem Auffindeort der Leiche und seinem Stammplatz im Bereich des U-Bahnhofs Grenzallee eine Beobachtung gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Wir sprechen vom Zeitraum vergangener Mittwoch, dem 1. Februar 2017, bis zum Nachmittag des 2. Februar 2017, ein Donnerstag. Außerdem hat die Polizei noch Fragen zur Person Mohammed Abu Hassan. Also wer kennt ihn und hatte in den letzten Wochen Kontakt zu ihm? Wer kennt seine weiteren Aufenthaltsorte und weiß, wo er übernachtet hat? Mohammed Abu Hassan ist 31 Jahre alt, Syrer, 1,66 groß, 63 Kilogramm schwer, dunkelbraune Haare, dunkelbraune Augen, Bart. Er trug zuletzt graue Jeans, blaue Turnschuhe, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze und darüber eine schwarze ärmellose Weste. Hinweise bitte an die Mordkommission in Berlin. Telefon 030 4664 911 444 oder direkt an den zuständigen Sachbearbeiter, Kriminalkommissar, Sachbearbeiterin, Kriminalkommissarin Sophie Loge. Hier im Studio ist sie. Die Nummer ist bekannt. 089 bei uns, 95 01 95. Unser nächster Fall jetzt, liebe Zuschauer, es passierte gar nicht weit weg von unserem Fernsehstudio hier, etwa 15 Kilometer entfernt in München-Neuhausen. Vor etwas weniger als einem Jahr schlugen hier zwei Täter zu, die Polizei bis heute händeringend sucht. Und die Ermittler haben ein Ass im Ärmel. In der Münchner Innenstadt ist immer viel los. Millionen Touristen bevölkern jedes Jahr die Straßen rund um Marienplatz, Viktualienmarkt und Stachus. Einer, der die Massen von Berufswegen immer im Blick hat, ist Thomas Keller. Er ist Security-Mann bei einem Nobeljuwelier und hat die Aufgabe, unauffällig das Geschäft zu bewachen. Am Abend des 21. März 2016 beobachtet er drei Männer, die sich auffällig verhalten. Schönen guten Tag. Keller hier. Ich bin Security-Mann beim Juwelier in der Residenzstraße und ich habe soeben Männer fotografiert, die sich auffällig vor unserem Laden verhalten haben. Also, Thomas Keller übergibt für alle Fälle seine Bilder der Polizei. Drei Tage später, 24. März 2016, Gründonnerstag. Etwa 4 Kilometer entfernt im Münchner Stadtteil Neuhausen. Wenn Sie die zu einem Dirndl tragen, dann wirkt die noch mal ganz anders. Ich bin nur geschäftlich in München. Ich habe gar keine Dirndl. Ja, und wie sind Sie dann auf uns aufmerksam geworden, wenn ich fragen darf? Ich bin zufällig hier vorbeigekommen. Toll, die nehme ich.
Das freut mich. Darf ich? Danke. Manuel Krömer ist 49 Jahre alt und Goldschmied. In seinem kleinen Laden in München-Neuhausen verkauft er bereits in dritter Generation handgemachten Schmuck. Der Morgen geht ja schon gut los. Noch nicht mal 10:30 und schon das erste Schmuckstück verkauft. Ach, ich brauche einen Kaffee. Will noch jemand? Gerne. Sehr schön. Vielen Dank. Geld! Geld! Ganz ruhig. Wo Geld? Draußen. Die Kasse. Ganz ruhig bitte. Ich hol schon. Isar 12 hört. Alarm bei Juwelier Leon Rothstraße. Haben verstanden, wir sind schon unterwegs. Wurde Alarm ausgelöst? Ja, Überfall. Über. Die sind da lang. Wie viele sind's? Zwei sind gerade erst weg. Ist jemand verletzt? Nein, Gott sei Dank nicht. Zwei Täter, Leon Roth, westliche Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Ringfahndung gelingt den Tätern die Flucht. Und dieser Mann will versuchen, ihre Spur wieder zu finden. Günther Karpstein ist das, Kriminalhauptkommissar von der Kripo in München zu uns gekommen. Herr Karpstein, gehen wir direkt ins Detail, verlieren wir keine Zeit. Also dieser Sicherheitsmann, der Security-Mann, wie im Film gezeigt, hat ja wenige Tage vorher ein Foto mit seinem Handy gemacht, weil ihm diese Männer verdächtig vorkamen. Einen konnten sie inzwischen sogar ermitteln. Das ist richtig. Er gibt aber an, dass er die beiden zufällig traf, dass die beiden wohnungssuchend und arbeitssuchend waren. Und er begleitete sie gefälligkeitshalber durch die Stadt und wisse nicht mehr von ihnen. Er konnte dazu keine weiterführenden Angaben machen. Der Überfall wurde ja von mehreren Überwachungskameras gefilmt. Die Qualität, werden Sie sehen, ist jetzt gar nicht so schlecht. Besonders auffällig, einer der Täter war praktisch unmaskiert. Was schließen Sie jetzt daraus? Ich denke, dass er den Bart nutzt als Maske, dass er deutschlandweit noch nicht in Erscheinung getreten ist. Und hier die Frage an die Zuschauer. Ich hätte gerne gewusst, wo er übernachtet hat, vom 21.03. bis 24.03. Möglicherweise auch darüber hinaus. Es sind Personen angesprochen, die beispielsweise Landsleute von ihm sind, die von dem ganzen Vorgang nichts wussten. Campingplatzbesitzer oder auch Vermieter von Billigbetten in München oder auch rund um München. Es gibt ein recht gutes Bild von dem Mann. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Und dazu Ihre Information, Ihre Beschreibung, bitte. Ja. Es handelt sich hier wohl um einen südosteuropäischen Mann, circa 30 Jahre, etwa 180 cm, dunkle Augen, 3-Tage-Bart, sprach, wie im Film gesehen, gebrochen Deutsch, trug eine schwarze Wollmütze, ein weißes Sweatshirt mit schwarzen Bündchen und Aufdruck, vermutlich Monte Carlo. Weiße Handschuhe, blaue Jogginghose mit 3 hellblauen Streifen, vermutlich Adidas. Schwarze Sportschuhe mit auffälliger pinkfarbener Sohle und gelben Zickzackmuster. Vermutlich der Marke Salomon, die Hinweise kommen erst.
Verhalten. Sie suchen außerdem jetzt auch noch den Komplizen des Mannes. Er war allerdings bei dieser Tat maskiert. Auch dazu haben Sie Informationen. Jawohl, richtig. Er dürfte wohl mehr zu verbergen haben unter der Maske. 25 bis 30 Jahre alt sein, etwa 190 cm groß, schlank, trug roter Space Cap, weißen Kapuzenkuli mit Aufschrift Martha Anton Heinrich, New Smile HT. Auf dem Rücken die Aufschrift Whisper, auf dem rechten Ärmel Aufschrift W6. Eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Sportschuhe, beides vermutlich der Marke Nike. Die Täter interessierten sich ja jetzt nur für das Geld, haben also sämtlichen Schmuck zurückgelassen. Das ist jetzt für einen Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft eher ungewöhnlich. Was schließen Sie daraus? Dass sie wohl die Absicht hatten, bei einer Kontrolle abtauchen zu können. Es ist Geld kaum zuzuordnen, während Schmuck, andere Gegenstände mit Gravur etc. doch man leichter die Herkunft nachweisen kann. Hat einen hohen Wiedererkennungswert. Richtig. Das wäre unter Umständen eine Falle gewesen. Schauen wir uns mal an, wo der Tatort genau war. Wir haben dazu selbstverständlich eine Karte vorbereitet. Bitte. Der Tatort liegt in München-Neuhausen in der Leon-Roth-Straße. Die Gezeigten warteten einige Zeit an der nahegelegenen Haltestelle Albrechtstraße. Wir suchen nun vor allem Zeugen, welche den zweiten maskierten Täter unmaskiert sahen. Die beobachteten, mit wem oder was sie an den Tatort fuhren und mit wem oder was sie den Tatort auch verließen. Ja. Danke für die Information. Jetzt sind Sie wieder gefragt, liebe Zuschauer. Also melden Sie sich bitte, wenn Sie Hauptkommissar Karpstein bei den Ermittlungen weiterhelfen können. Sie erreichen das Raubdezernat der Münchner Kripo hier unter 089 55 172 421. Richtig. Telefonnummer ist richtig. Ja. Danke für den Besuch und hoffe natürlich für Sie auch, dass gute Hinweise reinkommen. Bedanke mich auch. Danke sehr. Die wenigsten von uns, liebe Zuschauer, werden 98 Jahre alt und sind dabei noch so fit, dass sie alleine für sich sorgen können. Helmut Hahn aus Köln hat beides geschafft. Die Planungen für seinen 100. Geburtstag waren bereits angelaufen. Da starb Helmut Hahn. Alle glaubten an einen natürlichen Tod. Doch heute ermittelt die Mordkommission. Helmut Hahn ist 98 Jahre alt. Seit dem Tod seiner Frau vor 14 Jahren lebt er allein in einer Erdgeschosswohnung im Kölner Stadtteil Delbrück. Ah, guten Tag. Die Kinder sind noch nicht da? Noch nicht. Gut, dann warte ich noch so lang. Helmut Hahns jüngster Sohn Günther ist Rechtsanwalt. Seine Kanzlei liegt im Haus seines Vaters. Mehrmals täglich schaut er vorbei. Auch die beiden Enkelkinder Chris und Johanna besuchen ihren Opa fast täglich. Morgens zum Frühstück und einmal die Woche zum Mittagessen. Ah, da seid ihr. Oh, das riecht ja lecker. Hallo. Ja, Opa, du machst die besten Bratwürste der Welt. So ist es. Chris, ich habe hier den neuen Akku für Mamas Handy. Falls dir langweilig sein sollte, kannst du direkt einbauen. Okay. Okay. So, muss wieder los und lasst es euch schmecken. Tschüss, Papa. Tschüss, mein Schatz. Ciao. Du, Opa, hast du auch Ketchup? Natürlich, rechts von dir. Danke. Opa, ich habe ja nächstes Jahr Abitur. Ja? Und nächstes Jahr gibt's auch noch was anderes zu feiern. Was denn? Ja, nächstes Jahr wirst du doch 100. Ach so. Wie fändest du es denn, wenn wir zusammen feiern? Ja, also Mama und Papa sind auch dafür. Scheint ja schon beschlossene Sache zu sein. Hm? Das schätzt du ganz richtig ein. Da kommst du nicht mehr raus jetzt. Wie ihr meint. Dann ist halt auf deinem Fest der Altersdurchschnitt ein kleines bisschen höher. Montag, 9. Mai 2016. Wie gewohnt kommen Chris und Johanna zum Frühstück bei ihrem Großvater vorbei. So, ihr geht schon zu Opa rein. Ich hol noch eben Brötchen, ja? Papa, das steht für. Opa? Opa! Opa!
Opa? 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 Ach, ihr seid ja schon da. Ich hab das Hörgerät noch nicht eingeschaltet. So, also, ja, dann mal rein in die gute Stube. Oh. Wo bleibt eigentlich Papa? Ich gehe schon. So, frische Brötchen für euch. Ich muss aber auch gleich wieder weiter. Du bleibst nicht? Tut mir leid, hab einen Arzttermin. Okay, tschüss, dann bis später. Papa, ja, danke, mein Schatz. Günther, wenn du zum Arzt gehst, könntest du meine Rezepte mitbringen? Dr. Krause weiß Bescheid. Natürlich, mach ich. Euch beiden viel Spaß in der Schule. Danke, werde ich haben. Oh, wir schreiben heute Mathe. Du schaffst das. Tschüss. Kurz nach 7 macht sich Günther Hahn auf den Weg zum Arzt. Etwa 20 Minuten später ist das Frühstück beendet. Los, sonst kommst du zu spät zum Mathe. Ja. Ihr seid immer so kurz da. Ja, die Schule fängt um 8 an. Hm? Hast du was gewonnen? Leider nein. Nicht mal ein Dreier. Hm. Okay, komm, wir müssen los. Ciao, Opa. Tschüss, Opa. Tschüss, meine Kleinen. Es ist das letzte Mal, dass Chris und Johanna ihren Großvater sehen. Ich bin's. Etwa 40 Minuten später kommt Helmut Hahns Sohn noch einmal vorbei. Ja. Bist du dann oben in der Kanzlei? Ich muss noch kurz was im Tennisclub besorgen. Dann bin ich noch mal zu Hause und dann bin ich da. Aha. Soll ich später noch mal vorbeischauen? Ja, gern. Aber ich drehe vorher noch eine Runde. Genieß es. Irgendwann in den Minuten danach verlässt Helmut Hahn das Haus. Um 8.38 Uhr löst er seine Rezepte in einer benachbarten Apotheke ein. Dann geht er auf den Friedhof. Der Friedhof, auf dem Helmut Hahns Frau beerdigt ist, liegt nur wenige hundert Meter von der Wohnung entfernt. Der alte Mann kommt fast täglich hierher. Zwischen 9:30 kommt Günther Hahn zurück zur Kanzlei. Sein Vater ist noch unterwegs. Die beiden dürften sich nur knapp verfehlt haben. Fest steht, dass Helmut Hahn wohlbehalten zu Hause angekommen ist. Was dann aber in den nächsten Minuten in der Wohnung passiert, ist bis heute ein großes Rätsel. Ein außergerichtlicher Vergleich ist in Ihrem Fall die beste Variante. Etwa 7 Stunden später, kurz vor 4:30 Uhr. Günther Hahn macht Feierabend. Bevor er nach Hause fährt, schaut er noch mal bei seinem Vater vorbei. So. Ich bin's. Papa? Wo steckst du? Papa, bist du im Bad? Papa? Papa, was ist passiert? Nein.
Notrufzentrale? Günther Hahn, mein Name. Ich brauche sofort einen Notarzt. Ich habe meinen Vater gefunden in seiner Wohnung. Er liegt leblos auf dem Boden. Für Helmut Hahn kommt jede Hilfe zu spät. Wiederbelebungsversuche seines Sohnes bleiben erfolglos. Der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. In der Wohnung deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Er lag in der Küche. Auf dem Boden. Da ist er gestürzt? Kann sein. Vielleicht was mit dem Herzen. Aber heute Morgen war doch alles noch gut. Ich weiß. Wo ist er jetzt? In der Rechtsmedizin. Was? Wieso das denn? Weil die Todesumstände nicht ganz klar sind. Und sie sicher gehen wollen, dass nicht vielleicht doch jemand. Was, die glauben, jemand hat ihn... Nein, das ist Routine. Jetzt kommt. Lass uns bitte nicht an sowas denken. Das Ergebnis der Obduktion ist für alle überraschend. Helmut Hahn ist ermordet worden. Wahrscheinlich erdrosselt oder erwürgt. Am 1. Juni startet die Polizei im Wohnviertel des Opfers eine Plakataktion. Und tatsächlich meldet sich eine Zeugin, die eine wichtige Beobachtung gemacht hat. Ja, dann kommen Sie mal rein, Frau Bayer. Guten Tag. Hallo. Setzen Sie sich. Ich wollte kurz Ihren Ausweis zum Abgleich. Erzählen Sie mal, was ich gesehen habe. Zwei Typen, die sind aus dem Haus von Herrn Hahn gekommen. Und Sie sind sicher, dass das am 9. Mai war? Ganz sicher. Mein Enkel hat eine Klassenfahrt gemacht und ich habe ihn zur Schule begleitet. Okay. Können Sie die Uhrzeit etwas eingrenzen? Das war kurz nachdem der Bus weggefahren ist, um 9.30 Uhr. Ich bin von der Schule Richtung Tankstelle und an dem Haus von Herrn Hahn vorbei. Plötzlich geht die Tür auf und zwei junge Männer kommen raus. Sie sind in Richtung Hatzfeldstraße. Nach ein paar Metern sind sie dann losgerannt in die Hatzfeldstraße rein. Und weg waren sie. Wie gut haben Sie die beiden gesehen? Ziemlich gut. Meinen Sie, Sie können uns helfen, Phantombilder zu machen? Natürlich. Ich habe die Gesichter noch ganz klar vor Augen. Es gelingt, Phantombilder der beiden Männer zu erstellen. Auch damit geht die Polizei an die Öffentlichkeit. Und auch diesmal findet sich ein Zeuge, der wichtige Angaben machen kann. Diese beiden Männer, ich habe sie gesehen am Tag, als der Mord passiert ist. Und wo? In der Radiumstraße. Von der Richtung her passt das. Ich war gerade beim Frühstück und habe mich vom Balkon geschaut. Habe ich die beiden Männer gesehen. Sahen genauso aus wie die auf dem Phantombild. Sie sind von der Hatzfeldstraße gekommen und dann Richtung Aldi-Parkplatz gegangen. Und wie spät war es da? So 9, 9:30. Ja, das können sie tatsächlich gewesen sein. Geht aber noch weiter. Ein paar Minuten später kommt vom Aldi-Parkplatz ein Auto. Und da saßen die beiden drin. Ganz sicher. Gefahren ist aber ein anderer. Den habe ich nicht so genau gesehen. Haben Sie Details zu dem Auto? Es war ein dunkler Kombi. Dunkelgrün vielleicht. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Kennzeichen? Habe ich mir nicht gemerkt. Aber eins ist mir aufgefallen. Ja? Es waren litauische Kennzeichen. Wie können Sie da so sicher sein? Die sehen doch sehr ähnlich aus wie unsere. Ich war mal in Litauen und ich bin mir ganz sicher, das Auto kam aus Litauen. Die neuen Ergebnisse bringen die Kripo wieder ein Stück weiter. Dann aber geraten die Ermittlungen ins Stocken. Der Mord an Helmut Hahn ist bis heute nicht geklärt. Und die Hoffnung ist, auch diesmal mit Ihrer Hilfe, liebe Zuschauer, weiterzukommen. Kriminalhauptkommissar Markus Weber ist hier, Leiter einer Mordkommission bei der Kripo in Köln. Herr Weber, eine Geschichte, die jetzt viele Fragen offen lässt, zum Beispiel auch die nach dem Motiv. Sind Sie da in irgendeiner Weise ein Stück weitergekommen?
Naja, die Täter haben offensichtlich nichts mitgenommen. Dennoch vermuten wir als Motiv für die Tat einen geplanten Raub oder möglicherweise einen Einbruch. Möglicherweise hat der Hahn die Täter auch überrascht, als er nach Hause gekommen ist. Der Angriff könnte erfolgt sein, um zu erfahren, wo mögliche Wertsachen im Haus versteckt sind. Nach dem Tod des Opfers dürfte der Angriff bzw. die Tat dann vermutlich abgebrochen worden sein und die Täter dürften geflohen sein. Wichtigster Ansatzpunkt für die Ermittler sind die Phantombilder der beiden Männer, die am Vormittag des Mordes aus dem Haus gekommen sind. Wie sicher sind Sie jetzt, dass die beiden auch wirklich was mit der Tat zu tun haben? Ja, es spricht schon vieles dafür. Im Haus gibt es lediglich 3 Etagen. In der obersten Etage befindet sich die Anwaltskanzlei des Sohnes. Dort waren die beiden definitiv nicht. Im ersten Obergeschoss, der Mieter war an dem Tag nicht zu Hause. Demzufolge bleibt nur das Erdgeschoss, in dem Herr Hahn seine Wohnung hatte. Ja. Sie könnten also durchaus bei ihm gewesen sein. Zeitlich passt das Ganze auch zusammen, weil das Opfer kurz vorher von seinen Besorgungen aus dem Ort zurückgekehrt sein dürfte. Es ist natürlich möglich, dass beide nichts mit der Tat zu tun haben. In dem Fall würden wir die beiden natürlich als wichtige Zeugen sehr wohl sprechen wollen. Also liegt auf der Hand, dass wir uns die beiden Herren mal etwas genauer ansehen. Hier sind die Phantombilder und das ist über die Männer bekannt. Der erste Täter wird als sehr jung beschrieben, 16 bis 20 Jahre alt, dünn, blonde, strähnige Haare. Details zur Kleidung sind leider nicht bekannt. Er wirkte allerdings insgesamt ungepflegt. Der zweite Täter soll so ausgesehen haben, ebenfalls 16 bis 20 Jahre, circa 1,75 groß, dick, schwarze, lockige Haare. Er war dunkel gekleidet und im Gegensatz zu dem ersten Täter wohl eine gepflegte Erscheinung. Und jetzt wollen Sie natürlich wissen, wer kennt die beiden oder wer hat sie schon mal gesehen, vielleicht sogar noch am Tattag und auch in der Nähe des Tatorts. Was liegt da auf der Hand? Hier ist für uns natürlich jede Kleinigkeit wichtig. Der Tatort liegt im Stadtteil Delbrück im Osten der Stadt. Gegenüber des Tatorts in der Delbrücker Hauptstraße befindet sich eine Schule, die sogenannte Regenbogenschule. Am Tattag fanden dort Schulausflüge statt mit Bussen, die etwa zur Tatzeit abgefahren sind. Hiermit wollen wir natürlich besonders auch die Eltern und Großeltern ansprechen, die ihre Kinder zu den Bussen gebracht haben. Zur weiteren Orientierung, unmittelbar neben dem Tatort befindet sich eine Tankstelle. In der Nähe ist auch der Delbrücker Friedhof, wo Helmut Hahn ja zuletzt gesehen wurde. Die Männer sollen ja auch mit einem dunklen Kombi dann davongefahren sein. Hat sich daraus irgendetwas für Sie ergeben? Bislang nicht, aber diese Beobachtung könnte uns natürlich heute durchaus weiterbringen. Das Fahrzeug wurde ganz in der Nähe des Tatorts gesehen, nämlich in der Radiumstraße. Es soll sich um einen dunklen, vielleicht dunkelgrünen Kombi mit litauischen Kennzeichen gehandelt haben. Er dürfte vom dortigen Aldi-Parkplatz losgefahren sein. Wir hoffen, dass die Männer oder das Auto oder beides zusammen vielleicht dort auch anderen Personen aufgefallen sind. Ja, das also zu den Fahrzeugen. Litauische Kennzeichen haben Sie gesagt, nicht? Dann suchen Sie auch noch weitere Zeugen, die Helmut Hahn an diesem Vormittag in der Gegend gesehen haben, alleine oder vielleicht sogar auch in Begleitung, mit wem auch immer. Ja, es ist nicht auszuschließen, dass die Täter natürlich auf der Straße auf Helmut Hahn aufmerksam wurden und ihm vielleicht dann nach Hause gefolgt sind. Er war mit seinem Gehstock unterwegs, trug anders als auf dem Bild links einen beigen Hut und eine beige Weste. Der Tattag war der Montag, der 9. Mai 2016. Am Tag vorher war Muttertag. Das waren alle Punkte zu diesem Tötungsdelikt, eine Menge an Informationen und Fragen. Liebe Zuschauer, wenn Sie der Kripo Köln in diesem tragischen Fall weiterhelfen können, greifen Sie bitte zum Telefon und rufen Sie an. Die Nummer ist jetzt eingeblendet, die 0221-2290. Und in diesem Fall wurden gleich mehrere Belohnungen ausgesetzt. In Summe sind das? Insgesamt sind 11.500 Euro als Belohnung ausgesetzt. Ja. Ich hoffe, Sie kommen weiter und kriegen gute Hinweise. Das war Markus Weber, Kriminalhauptkommissar von der Kripo in Köln, dort Leiter einer Mordkommission. Ja. Danke Ihnen für den Besuch. Am Schluss der Sendung, wie immer, die Bilanz der letzten 90 Minuten. Was hat der Abend an Hinweisen gebracht? Alfred Hettmer, bitte. Ja, im Blickpunkt, zumindest was die Anzahl der Hinweise anbetrifft, steht also heute ein Studiofall. Es war die Fahndung nach Rahim Direkci wegen Bankraubs. Ihm werden ja insgesamt 41 Überfälle zur Last gelegt bei einer Beute von ca. 4 Millionen Euro. Einige Anrufer glauben, dass sie Rahim Direkci erst in den letzten Tagen gesehen haben. Interessant,
Ein Anrufer, der auf einen heute erst verübten Banküberfall verweist. Und die von der zuständigen Polizei veröffentlichte Täterbeschreibung würde also angeblich auf diesen Rahim Direkçi sehr gut passen. Hier wird natürlich auch die Überprüfungen zeigen, ob da was dran sein könnte. Mhm. Dann gibt es ja angeblich einen Komplizen, von dem wir ein Phantombild gezeigt haben. Und einige Anrufer glauben, dass sie aufgrund des Phantombildes diesen Mann kennen. Und auch hier werden in den nächsten Tagen die Überprüfungen ein Ergebnis bringen, ob hier was Näheres daraus sich ergeben kann oder ergeben wird. Mhm. Dann gleich zu Beginn unserer heutigen Sendung stand der Mord an René Anton am 22. Dezember 2015. Die Kripo Dessau-Roßlau richtete eine Vielzahl von Fragen heute an unsere Zuschauer. Unter anderem, wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Auffindeorts gesehen? Das war das Freibad Stillinge. Wer kann zur Person René Anton Näheres sagen, zum Beispiel zu seinen Drogengeschäften oder auch zu möglichen Feinden? Und nicht zuletzt, wer hat sonstige Beobachtungen gemacht? Und genau zu diesem Punkt gibt es eventuell oder zu dieser Frage gibt es eine interessante Beobachtung von einem Anrufer zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die er erst in den letzten Tagen an einer Tankstelle gemacht hat. Und die Kripo Dessau-Roßlau wird natürlich dementsprechend nachgehen. Ja. Irgendetwas zum Verschwinden von Timo Kraus, dem Mann aus dem Management vom HSV. Die Polizei geht von einem Unfall aus, also kein typischer XY-Fall. Ja. Nein, es gibt bisher nur einen Hinweis oder einen Anruf, sage ich jetzt einmal. Und das ist eigentlich ein Anruf allgemeiner Art. Also das hat speziell mit dieser Geschichte nichts zu tun. Jetzt. Der Versuch war es wert. Danke für die Informationen. Alfred Hettmer, erster Kriminalhauptkommissar LKA Bayern. Liebe Zuschauer, für heute war es das. Wenn Sie wollen, im Internet unter aktenzeichen.xy.de finden Sie auch diesmal alle wichtigen Infos zur Sendung. Später ab 23 Uhr gibt es dann eine Zusammenfassung der ersten Erkenntnisse unserer Kripo-Beamten auf der ZDF-Videotextseite 707 und unter aktenzeichen.xy.de. Die heutige Ausgabe wird wie immer später wiederholt, sowohl in ZDF Neo als auch hier im ZDF Hauptprogramm. Die nächste Sendung in 3 Wochen, am 1. März ist das, ein Aschermittwoch, der Aschermittwoch. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie sicher. Stellen Sie sich vor, es ist kein Krieg, aber alle bereiten sich darauf vor. Die polnische Regierung setzt jetzt massiv auf Zivilisten zur Landesverteidigung. Wie sich die Armee der Freiwilligen in Polen für den Ernstfall wappnet, erfahren Sie gleich im Auslandsjournal. Das Heute-Journal.